was in diesem Video passiert. Und ich zeige euch ein paar Schildkröten. Ich denke, wir werden welche sehen. Ehrlich, ich habe fast die Hand gebrochen, ey. Was? Yo, Freunde, was geht ab? Hier ist euer Johnny Hunt. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Also, falls ihr den anderen Vlog nicht gesehen habt, ich bin gerade in Zypern im Urlaub und ich bin jetzt in einer anderen Wohnung. Wir sind auf die andere Seite der Insel gefahren. Also, falls ihr euch fragt, warum wir andauernd die Wohnung wechseln, ja, wir schauen uns halt die ganze Insel an, sind mal dort, mal dort, mal dort und deswegen ist es halt gut, mal die Wohnung zu wechseln, damit man nicht immer so weit fahren muss. Ja, ich werde als allererstes gleich mal so eine kleine Haustour machen. Für die Unterkunft hier zahlen wir nur 30 Euro die Nacht. Das ist verdammt günstig. Hat Klimaanlage, hat sehr gutes Internet, hat alles und es liegt einfach in der Nähe vom Flughafen und ansonsten ist alles auch sehr gut erreichbar. Also ist eine Stadtwohnung, ein Stadthäuschen. Einen macht hier gerade Frühstück. Wir sind gerade aufgestanden. Oh, lecker Haferbrei. Oh, ich liebe Haferbrei. Ja, willst du auch noch Hallo sagen, Schatz? Och Mann, warum nicht, ey? Naja, dann zeige ich euch einfach so die Wohnung. Also ich kann hier einfach mal ein paar Meter zurückgehen und dann seht ihr da schon die Küche. Ja, das ist die gesamte Küche mit Tisch halt. Der Boden, der sieht zwar schön aus, aber der ist irgendwie so unangenehm an den Füßen. Ich weiß nicht wieso, die Fliesen sind so ein bisschen rau. Ich kann euch das gar nicht erklären, warum das so ist, aber ist halt ein bisschen rau. Ansonsten geht es hier in die Tür rein. Hier ist so ein kleines Bad ohne Dusche. Ach komm, Fenster machen wir hier mal wieder zu. So, ansonsten, Küche ist da, wie gesagt, und auf der anderen Seite befindet sich dann sozusagen der Wohnbereich und oh, das ist voll der große Raum. Ein kleiner Kamin, falls mal im Winter hier kalt werden sollte, aber puh, hier wird es eh nicht so kalt, aber kann man schon mal vielleicht anmachen. Fernseher haben wir hier, und ansonsten hat hier jemand seine Brille vergessen, aber die ist nicht original, ist so eine gefälschte Brille. Wir haben die mal angezogen, boah. Also, da sieht man nicht so gut durch. Also, mit der könnte ich nicht Auto fahren, das sage ich euch. Schaut euch mal das süße Kissen hier an. Das ist Johnny. Und hier noch so ein schönes Schaf. Hier hat wohl jemand seinen kleinen Bären vergessen. Irgend so ein Kind oder so. Da kann ich auch nichts machen. Hier haben wir eine Mini-Shisha, wie es aussieht. Oder so eine Pfeife oder sowas. Ansonsten gibt es hier noch einen kleinen Raum. Und zwar so ein Putzraum. Und, boah, ey Schatz, hast du gesehen, wie lang der ist? Das gibt's ja gar nicht. Der ist voll lang, dieser Raum hier. Ich dachte, der wäre so voll klein, aber der ist voll lang. Ein kleines Planschbecken ist da drin. Süß. Ja, lasst uns mal ganz kurz rausgehen. Tür habe ich schon aufgemacht. Da hängt eine Uhr, aber wir haben jetzt, ich weiß gar nicht, wie viel Uhr, aber ich denke mal, wir sollten so 7 Uhr haben oder sowas um den Dreh jetzt. Es ist echt früh. Ja, hier ist der Außenbereich. Kleine Terrasse. Da steht unser Auto, rotes Kennzeichen, bedeutet Mietwagen. Ansonsten kann man hier noch einmal so kurz rumlaufen. Da hinten hängt noch unsere Wäsche, die wir gestern gewaschen haben. Ist ganz angenehm hier. So, gehen wir mal hoch. Tür kurz hier schließen. So eine Treppe ist hier, kann man schön hochgehen oder hochrennen, wie auch immer. Und hier oben hat man dann einfach 3 Schlafzimmer. Also das Haus ist eigentlich für 6 Personen gedacht. Bett Nummer 1. Jeder Raum hat seine Klimaanlage. Schränke sind immer verbaut. Und die ganzen Schlafzimmer sind eigentlich ähnlich aufgebaut. Hier ist halt Bett Nummer 2. Auch Klimaanlage, auch Schränke. Jetzt zeige ich euch, wo wir schlafen. Wir schlafen im Bett Nummer 3, weil das bequemste Bett ist. Bett Nummer 3. Auch hier Schränke, Klimaanlage und hier haben wir noch einen Mini-Balkon. Aber ach komm, ich zeige ihn euch ganz kurz. Der Balkon ist echt nicht der Rede wert. Das ist der Balkon. Sind nur 2 Quadratmeter, ein richtig kleines Teil. Und ansonsten haben wir hier noch das Bad. Klein, aber fein. Ah, hier kann ich Fenster auch schon mal zumachen. Nicht, dass ich das nachher vergesse, wenn ich weggehe. Hier ist alles, was man braucht auf jeden Fall. Und das war's auch schon mit der Haustour. Kostet einfach nur 30 Euro die Nacht. Das ist verdammt günstig. Also, ihr habt mich auch beim letzten Mal gefragt, ob die Villa in Athen wirklich nur 48 Euro gekostet hat. Und ja, wir haben 48 Euro die Nacht bezahlt. Die ist wirklich so günstig. In Athen sind die Wohnungen, wenn man ein bisschen außerhalb von der Stadt geht, günstiger. Und ansonsten, ihr habt mich auch gefragt, wo ich das gebucht habe. Ich habe das auf airbnb.de gebucht. Und wenn man da mal rumschaut, ey, man findet da schon mal ein richtig gutes Schnäppchen. Also kann ich euch nur empfehlen, da mal zu gucken. Ja, Schatz, was machen wir heute?
Schnorcheln. Ja, Mann, wir gehen gleich schnorcheln und zwar auf die Suche nach Riesenschildkröten. Hier gibt es so einen geilen Strand, da war ich auch schon mal letztes Mal. Und da gibt es ein paar Schildkröten, ein paar viele Schildkröten. Und ey, da war so eine Schildkröte, die war fast so groß wie dieser Tisch hier gefühlt. So ein Riesenteil. Und heute werden wir wieder auf die Suche nach der Riesenschildkröte sehen. Ja, ich würde mal sagen, jetzt wird erstmal gegessen und dann fahren wir los zum Schnorcheln und dann, ich werde es euch zeigen, ich werde euch ein paar Schildkröten zeigen. Lasst einen Daumen hoch da, Freunde, falls ihr es noch nicht getan habt. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen und jetzt gibt's erstmal Haferbrei. Oh. Wir sind jetzt angekommen an unserer Schnorchel-Location. Der kleine Strand ist das hier, klein und gemütlich. Und ja, wir machen uns bereit, dann gehen wir rein und ich zeige euch ein paar Schildkröten. Ich denke, wir werden welche sehen. Wir sind jetzt daheim angekommen und oh Mann, schaut euch das mal an. Richtig fette Tüte von McDonald's. Wir waren einfach beim Supermarkt, daneben war ein McDonald's und dann dachten wir, dann konnten wir einfach nicht mehr widerstehen. Vielleicht kennt ihr das. Und McDonald's ist hier nochmal ein bisschen günstiger. Wir haben uns hier 20 Chicken Nuggets gegönnt, 2 Big Macs, ein Bacon Clubhouse. Dann nochmal 2 Cookies und eine schöne Pommes. Bacon Clubhouse habe ich noch nie gegessen, war jetzt so ein limitiertes Angebot hier. Und ich bin mal gespannt, wie gut der schmeckt. Schauen wir mal ganz kurz rein, Freunde. Oh ja, der sieht gut aus. Aber erstmal Hände waschen. Immer schön Hände waschen, wenn ihr draußen wart. Hat mir meine Mama beigebracht, damit man, keine Ahnung. So, Freunde, wir sind jetzt hier in so einem Einkaufszentrum und in so einem Spielepalast oder sowas. Hier gibt es alle möglichen Arten von Automaten. Die haben gerade ganz schön viele Tickets hier gewonnen. Ansonsten, gerade eben haben wir so ein bisschen Airhockey gespielt. Und ich würde mal sagen, hier gibt es einen Boxautomaten. Wir machen eine kleine Challenge. Bist du dabei? Ja. Okay, Johnny Hunt versus Amy. Du fängst an. Ja, einfach zuschlagen. Mit der Faust. Da kommt so ein Hund, ja. Mach einfach Faust. Leg fest. Ehrlich? Ja! 315. Okay. Ja, okay. Okay. Ja, ich habe fast die Hand gebrochen, ey. Du kannst noch mal. Einfach mit der Faust dich draufballern. Los! Oh, Alter! Oh! Nicht schlecht, ey! Nicht schlecht! Was? Mehr als der Junge. You're a Boxer. Also Amy 718, ich 875. Also für eine Frau echt gut. High five. Was hast du da? Wo hast du das her, ey? Hast du mir davor gegeben? Oh. Man zieht dich ab. Okay, es geht weiter. Als nächstes probieren wir hier so einen Greifautomaten aus. Hier gibt es entweder den hier oder auf der anderen Seite noch so ein paar Plüschtiere. Du darfst auswählen, welchen wir nehmen. Den hier. Okay. Wo ist denn der Münzblitz? Da unten, ey. Ach, 1 Euro oder 2 Euro. Du kannst anfahren. Los. Ich weiß nicht, wie das geht. Einfach das Ding dahin fahren, dann auf Catch drücken. Hast du eine Empfehlung? Nein, mach einfach irgendwas. Ich vertraue dir da. Los. Deine Zeit läuft.
leider nicht, ey. Ich denke mal, ihr habt es gesehen, diese Greifarmautomaten, ey, das ist immer voll die Abzocke meiner Meinung nach, weil der Greifarm, ja, der greift gar nicht richtig zu und es bleibt einfach nichts hängen. Einmal von 100 Mal greift der, glaube ich, richtig zu. Ich glaube, das ist einfach so einprogrammiert. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht, vor allem der Boxautomat. Und ich muss sagen, Aimee hat gar keinen schlechten Schlag drauf für eine Frau, ne? Also 700, das war schon eine gute Leistung. Ja. Was soll's denn sonst sagen, außer ja?